Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Devilcraft. Mit dabei ist der Devil Challenger One. Hallo. Und der Krieger Stahl. Hallo, ich habe mich angemeldet. Jetzt bin ich auf dem Server. Oh Gott, so eine spannende Kacke. Ich bin voll drauf. Bei mir buggt gerade Minecraft schon wieder rum. Das ist schön. Okay, was für ein Bug? Wenn ich rennen will, dann rennt er nicht, sondern bleibt irgendwie stehen und zuckt dann so ein paar Mal hin und her. Ja, also ich erforsche gerade die Gegend, das könnte daran liegen. Soll ich wieder zurückkommen? Nein, warum? Das ist ja an Minecraft, das hat das auch ganz, ganz oft, wenn ich alleine aufnehme, nicht auf dem Server. Was wollte ich denn machen? Berge! Extremholz! Ich wollte fragen, wo die Schwarzeichenholzdinger sind, damit ich mir mal so einen paar Blöcke mitnehmen kann. Bei Doggy. Stimmt. Das habe ich vergessen. Oh, dein Haus sieht geil aus. So baue ich aber auch. Du hast das voll nachgemacht. Ach, da sind die. Okay. Ja, so nicht wundern, wenn ich ab und zu mal mitsumme. Das Lied ist schön. Soll ich ein paar Fichten mitbringen? Gibt's Fichten? Ja, wäre vielleicht Fichten mit, ja. Ganz gut. Verdammt. Die Schwarzeichensetzlinge sind despawned. Nee. Schwanzeichen? Schwarzeichen. Oh, Entschuldigung. Ja, aber hier steht noch einer. Ja. Den fälle ich jetzt ab und wir hatten halt zwei. Jetzt nur noch einen. Ja, wo habt ihr die denn her? Es gibt da hinten so ein Biom neben dem Sumpf. Ach so. Na dann, zur Not reise ich da mal hin und hole noch mal ein bisschen. Ja, das so, dauert halt jetzt, eine... Ich habe jetzt das Fichtenholz. ...längere Zeit. Sehr schön. Das bringt gar nichts ohne Setzlinge. Oh, stimmt, du hast recht. Du musst warten. Ich muss das Holz einpflanzen. So, jetzt wird's schon weniger. Ein bisschen warten und hin und her laufen, wie ein Bekloppter so. Heute bei der Arbeit hat Chef gesagt, Adam wäre wie ein kopfloses Huhn. Was? Oh oh. Das ist ziemlich negativ. Ja, ich weiß. Warum hat er das gesagt? Der Gewitterriebsgeheimnis. Okay, was hat er denn gemacht? Hat er den Ofen kaputt gemacht? Das könnte ich mir bei dem so richtig gut vorstellen. Oder ich glaube, der hatte was vergessen. Der musste, glaube ich, dreimal losfahren oder so. Oh nein. Okay. Aber heute war generell so ein komischer Tag. Es haben heute ziemlich viele Leute Ärger bekommen. Also ich jetzt nicht, aber ich kenne einige Leute, die Stress mit ihrem Chef hatten heute. Heute ist wohl der Stress-Chef-Tag. Mittwoch ist eigentlich auch nicht mein Lieblingstag. Also das ist mein Tag eigentlich auch mal, wo ich keinen Bock habe. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Dienstag immer der Tag ist, wo einer meckert. Okay. Ey, wie geil das aussieht. Guckt euch mal den da an, der auf dem Dach da rumläuft. Da dreht er sich um. Ich finde das so geil. Hallo. Da dreht er sich um in dem Moment. Das ist so schön. So, drei Setzlinge. Ist ja ein bisschen am Lecken. Ich bin ja am Erforschen. Vier Setzlinge. Vielleicht finde ich ja noch was Interessantes, ansonsten komme ich wieder zurück. Fünf Setzlinge. Jo. Hier ist wohl ein Sumpf. Miau. 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 Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist alles total normal, also nicht wundern. Ja. Das macht das Spiel einfach nur gestörte. Einfach nur gestörte, Punkt. Sechs Setzlinge. Gut, oder? Lobt mich. Boah, krass, so viele Setzlinge, ey. Oh, richtig nice. Das ist richtig nice. Du sollst mich loben. Amazing shit for free. Sonst kriegst du meine Kralle in den Hintern. Oh. Ja, Crystal clear. Sieben Setzlinge. Ich hab wieder schöne Plains mit Schwarzeichen. Das ist wunderschön. Kitty, hast du mal ein Thema? Ich? Was? Hast du immer ein Thema in petto? Ja, ich hab eins. Aber ich wusste nicht so ganz, ob ihr was davon haltet. Und zwar, habt ihr das Video von Behaint gesehen, wo er darüber redet, dass manche YouTuber einfach mal 4 Wochen lang nichts mehr von sich hören lassen? Oder sogar noch länger? Das war eins, wo ApeCrime mit dem Titel stand, oder? Ah, der ApeCrime mit dabei? Achso, da hat er nochmal über diese Hate-Welle gesprochen. Ja, genau. Ich hab's mir nicht angeguckt, weil ich wollte gerade nicht so was.
Okay. Ja, das Thema finde ich eigentlich ganz interessant. Was halten denn die Zuschauer? Was haltet ihr denn davon, wenn YouTuber sich eine gewisse Zeit nicht mehr bei euch melden, keine Videos mehr hochladen, nichts mehr auf Twitter schreiben, nichts mehr auf Facebook schreiben und dann rumheulen, dass die Zuschauer weniger geworden sind nach einer gewissen Zeit? Das ist doch emotional Ausnutzung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch eher so ein Mensch, wenn ich 2 Tage keine Videos hochgeladen habe, dann schreibe ich schon mal so auf Facebook oder mache ein kurzes Infovideo oder keine Ahnung. Aber ich lasse die Zuschauer nicht auf dem Trockenen sitzen. Sogar ich mache das nicht und ich habe noch nicht so viele. Ich finde irgendwie, das ist man den Zuschauern halt schuldig. Ich hasse es, wenn ich sage, ich mache jeden Tag Video und dann mache ich es nicht. Da muss ich irgendwo auch was sagen. Ja, das Ding ist einfach, man muss ja nicht jeden Tag. Es ist ja ein Hobby, ne? Ja, aber irgendwie, wenn du sagst, du machst das, dann weiß ich nicht, dann muss man da auch irgendwie sich melden. Kannst ja auch absagen oder so, aber gar nichts ist doof. Ja, aber das Ding ist einfach, ich kann es ja verstehen, wenn jemand Stress hat oder was auch immer oder halt private Sachen, die stehen ja sowieso immer im Vordergrund. Das kann ich voll und ganz halt verstehen, aber ich verstehe es halt dann wiederum nicht, wenn so Leute wie, ich sag jetzt hier keine Namen, sonst habe ich hier gleich wieder den größten Shitstorm am Hals der Welt, die halt jetzt wieder mehr auf Musik zurückgehen wollen. Ich hoffe mal, ihr versteht jetzt vielleicht, wen ich meine. ich glaube, also fängt auf jeden Fall mit T an, ne? Und ich habe gerade ein Pferd sterben sehen. Das ist nicht schön. Nö. Und diese Leute, weiß ich nicht, ich meine, ich gönn's denn ja, wenn die mit was anderem Geld verdienen wollen und können. Ist ja völlig okay. Aber, oh, den wollte ich mitnehmen. Aber dann wirklich sich gar nicht mehr zu melden und dann, ich meine, die Zuschauer, die freuen sich doch auch auf Sachen, die man dann bringt, oder? Also, ja. Man enttäuscht die doch auch dann auf längere Sicht hingesehen. Selbst wenn man ja nur sagt, so, ja, hey Leute, ich mache jetzt erstmal keine Videos mehr oder so. Genau, ja. Finde ich nämlich auch. Gar nichts zu sagen, finde ich echt scheiße. Aber ich finde es halt dann auch wieder kacke, wenn dann so ein paar Leute sagen wie Mr. Trashpack, ich mag den, aber wenn der mir jetzt sagt, wegen dem Geld und dass die halt mit YouTube ihr Geld verdienen und dann müssen sie das machen, die müssen gar nichts. Also wenn die darauf keinen Bock mehr haben, dann sollen sie es halt lassen, aber weil der hat das halt wieder so rumgesagt, als ob die halt dazu verpflichtet wären. Ja. Irgendwas zu machen, das sind sie nicht. Wenn sie darauf keinen Bock haben, dann sollen sie es halt lassen. Und fertig ist. Also ich würde auch nichts machen, was mir nicht gefällt. Sims habe ich zum Beispiel auch jetzt sein lassen, dass das jetzt Play, weil es mir einfach keinen Spaß mehr gemacht hat. Es ist einfach langweilig geworden. Also ich werde mir das Erweiterungspack auch nicht kaufen. Wovon? Von Sims 4. Achso. Es ist einfach total uninteressant geworden. Ich finde die Sims 3 ja sogar noch besser. Ups. Also das ist jetzt meine Meinung. Ich wollte jetzt gerade ein Backportal machen und habe gemerkt, dass ich gar keine Diamantspitzhacke habe. Schlecht. Ja. Dann muss ich wohl zu Fuß zurück, also mit meinem Esel. Hast du einen Esel dabei? Das ist doch gut, dann kannst du schneller kommen. Ja, ich komme schneller. Also mein Esel ist mein bester Freund. Ja, dann musst du dich jetzt freuen. Er macht immer IA und Schnuff und so. Das ist furchtbar, wenn die das machen. Der ist schnuffig. Schnufft er dich immer an? Mhm. Das ist ja, ja schön. Das macht er aber, weil er mich lieb hat. Oh. Er schlägt mir mal die Ohren ab. Na, lecker. Aha, mein Kopf. Ist es so sweet? Ja, ich habe nur leider noch keinen Namen für den. Vielleicht nenne ich ihn einfach Esel. Nenn ihn doch Sweetie. Ja, das ist ganz cool, ja. Und mir wurde vorgeschlagen Jeffrey. Was? Jeffrey? Das ist eigentlich ein Butler-Name, ne? Ja. Ach, das ist voll fies dem armen Esel gegenüber. Also mein alter Esel hieß ja Jonathan. Ja, das hört sich besser an, finde ich. Ja, aber ich kann dich nicht schon wieder Jonathan nennen. Das ist. Doch, dann machst du ein Abbild von deinem Jonathan. Das hört sich doch gut an, ist doch schön. Kann jemand pennen gehen? Ich mach ein Bild von meinem Jonathan. Mach das. So, liege. Oh, warte, ich muss mein Bett eben irgendwo hinstellen. Man kann übrigens mit dem Esel das Bett auf den Boden stellen und dann sich auch hinlegen. Und dann ist man vom Esel. Okay. Ist doch fantastische Eselfakten. Ich weiß, dass man, wenn man vor einer Wand steht und sich dann auf ein Pferd setzen will, dass man dann durch die Wand durchfällt. Das ist auch interessant. Ach ja, das kenne ich. Auch, das ist auch beim Bett so ähnlich. Ich habe mal in der Devilkirche geschlafen und dann war ich auch immer draußen.
In der Devilkirche. Ja. Das hat so alles so ein bisschen das was Satanistisches. Das hört sich so böse an, Devilkirche. Entschuldigung. Oh, ich finde keinen Dschungel, ich finde immer nur Sumpf. Kitty hat schon wieder ein Lachflash. Das hast du schon wieder von Jam Let's Play nachgemacht. Hä? Wie war's? Ich auch immer ein Lachflash. Achso. Ach man, die haben ja alles schon. Ja, ich mach alles von dem nach. Habt ihr das noch nicht gemerkt? Ach so, nee, das machst du gut. So richtig versteckt. Ja, so richtig hinterhältig. Ist schon wieder eine Wüste. Ich finde nie mehr nach Hause. Mach ich keinen Kompass? Nach. Oh, ich habe keinen Redstone. Habt ihr mal einen Kompass für mich? Soll ich dir Koordinaten sagen? Le Koordinat. Le Koordinates sind minus 310. Und minus 202. Was? Minus 200? Minus 310. Und minus 202. Ja. Oh, dazwischen halt die Y-Achse, aber die ist ja eigentlich egal. Danke. Gott, ich... Bitte. There is another Pyramide. Alter, wie viel findest du denn? Ich eier hier voll durch die Gegend, da ist das gar kein Wunder. Ja, Diamanten. Also. Ich will Diamanten. Eine Hexe! Diamanten. Eine Hexe! Ah! Oh. Oh, zwei Hexen! Ah! Entschuldigung. Also diese Pyramide, da wohnen wir hier, ist nicht gut. Geht weg! Die hat irgendwas genommen, die hat Kreisel um sich herum. Oh, das okay. Ist doch scheiße hier. Wie viele Pfeile fressen diese Viecher? Die sind assi. Viel, die haben ziemlich viel Leben. Ha, ja. Boah, Alter. So, jetzt ist sie platt. Ich habe einfach mal die Einwohner hier getötet. Was ist das denn hier wieder für ein Scheiß? Ich bin ganz schön böse. Ich auch, ich kann böser das Stahl. Auch gut. Einfach alle umbringen. So, hier werde ich wieder TNT finden. Mal gucken, ob ich Diamanten finde, das wäre ja schön. Aber ich will keinen auf Terrence machen. Nein. Bloß nicht. Du bist ja auch nicht so ein Nachmacher. Nein. Bloß nicht. Oh, scheiße. Was? Ist er jetzt gestorben? TNT gezündet. Ihr kennt doch das TNT in der Pyramide. Warum machst du das? Oh mein Gott. Ich habe noch 2,5 Herzen und ich habe mich irgendwie in eine Ecke verkrochen. Warum tust du sowas? Oh Mann, da waren Diamanten drin. Ich glaube, die sind jetzt alle weg. Scheiße. Das ist nicht so gut. Der Stahl hat schon wieder gefailt. Der benimmt sich wie ein kopfloses Huhn. Ach Mann. Auch mal die schönen Kisten. Aber ich bin froh, dass ich überlebt habe. Ey, Schweinker. Ja. Entschuldigung. Das ist echt schwer. Das sind 9 TNT. Da zu überleben ist schon Skill. Ja. Bist du einfach da runtergesprungen? Also ich bin irgendwie in eine Ecke und da habe ich nicht so viel TNT abgekriegt. Warum bist du da runtergesprungen? Bin ich nicht, ich habe mir eine Treppe nach unten gebaut. Alle Kisten sind weg. Aber warum bist du auf das Ding draufgesprungen? Ich glaube, ich gehe einfach nach Hause. Ja, mach das, ist besser für dich. Ich hab, oh Mann, da waren Diamanten und dann ist das Ding hochgegangen. Haben die Hexen gemacht, die haben gemacht, dass ich das mache. Ja. Die bösen Hexen. Würde ich jetzt auch sagen. Entschuldigung. Diese Folge könnte Pyramidenexplosionen nennen. Konzentriere mich hier nur gerade voll im Grinsen wie Honigkuchen fertig. Ich finde das gerade so lustig irgendwie. Wie er sich aufregt, ey. Das war krass, ey. Entschuldigung. Krass. Ja, hier sind wieder Hills. Oh, jetzt ist richtig traurige Musik, ey. Das ist ja voll passend. Bei mir nicht. Bei mir ist gerade voll die witzige Musik. Du bist das. Schadensfreude. Ja, Entschuldigung. Ist ja nicht schlimm. Schadensfreude tut mir ja nichts. Was soll's? Hier sind Schweine. Wir haben noch keine Schweinezucht. Jo, müsste man mal anlegen. Und so galoppierte er auf seinem Esel nach Haus. Wie das kopflose Huhn. Nein! Entschuldigung. Ich glaube, bei Kirby gibt's kopflose Hühner. Kennt ihr Kirby? Kirby, was ist das? Das ist ein Nintendo-Star. Ach so, der Kirby. Ja, klar, ja da gibt's doch diese, die schießen doch so einen Laser, der geht von oben nach unten. Ich glaube, das sind doch kopflose Hühner. Ach nee, das sind Augen, ne? Ein Auge. Ah. Also auf dem NES sahen das immer aus wie kopflose Hühner. Wenn ich komische Geräusche mache, dann wundert euch nicht. Ich
Fasziniere hier gerade mit meiner Baukunst. Ach so. Ich dachte, du hältst nichts von kopflosen Hühnern. Nee, die mag ich auch nicht. Ah. Also ich glaube, so langsam komme ich nach Hause. Okay. Ich habe erfolgreich eine Pyramide hochgejagt. Ach ja. Seid ihr auch so müde? Nein, no. Ich habe Kaffee getrunken. Schreibt mir mal eure Tipps für Müdigkeit in die Kommentare. Schlafen! Ja, wenn man halt noch was zu erledigen hat. Planen und schlafen. Oh. Ich kann mich immer sehr kurz und bündig fassen. Das denn was aus? Weiß es nicht. Oh, ich bin ziemlich weit weg. Minus 1900. Alter, ich bin ja voll fad hier. Was machst du für ein Quatsch? Ich glaube, ich sollte offline nach Hause gehen oder so. Warum tust du dies? Bist du denn ein Untermensch? Nein. Vielleicht bin ich ja noch eine Pyramide zum Hochjagen. Ich bin heute so gemein, das tut mir so ehrlich, das kommt von meiner Müdigkeit. Oh, Müdigkeit macht böse. Was heißt böse? Ich bin nicht böse, ich bin einfach nur anstrengend. Müdigkeit macht böse. Und macht anstrengend. Ja. Ihr müsstet mich mal erleben, wenn ich müde bin und Hunger habe. Oh, scheiße, das ist echt böse. Oh, aber Hunger kann ich auch nicht ab. Vor allem, wenn ich bei Arbeit Hunger habe. Boah, geht gar nicht. Oh ja, da kann ich mich gar nicht richtig konzentrieren. Dann ist alles kacke. Ich sehe das auch nicht mal ein. Ich meine, ich arbeite und kriege nichts und habe Hunger. Was soll das? Das ist kacke. Ja, stimmt. Gerade du sitzt ja eigentlich an der Quelle, gell? Also. Ja, nur ich muss da so viel machen, ich komme nicht irgendwie so richtig dazu. La. Hauptsache das kopflose Huhn, das macht mich fertig, ey. Ich kann mich nicht helfen. Finde ich irgendwie witzig. Ich finde ständig Savannen. Wo tust du dies? Ja, Savannen sind irgendwie auf dieser Map echt häufig. Das ist wohl die Savannen-Map. Das ist die Map der Verdammnis. Da sollst du verdammt sein. Ich bin der Savannabär. Ist irgendwie mal was ganz anderes, ne? Also ich habe hier was ganz anderes gebaut, als ich sonst immer baue. Ihr merkt das vielleicht schon, die mir zuschauen. Sieht ganz interessant aus bis jetzt. Ist mal wirklich was anderes. Boah, ich verreck gleich, weil ich im Baum stand. Warum tust du dies? Ich weiß es doch nicht. Warum tust du dies? Boah, ich gehe damit jetzt hier. Esel, wir müssen chillen. Gaub, ich hack ein bisschen hassen. Holz. Ich hacke Holz, das macht mich stolz. Ach, was soll's. Ey, wir können auch Gedichte schreiben. Warum sollten wir dies tun? Gedichte. Geliebter Kobbel. Ach du Scheiße. Warte, jetzt. Ich war doch noch nicht fertig. Jetzt. Also jetzt gebe ich auf. Gib offiziell auf jetzt, ne? Also ist klar. Geliebter Kobbel. Ich kotze gleich. Kobbel, du bist mir gegeben. Oh Gott. Komm, du bist mir ergeben. Jetzt. Der Kobbel ist mein Unterwürfender. Unterworfener. Unterworfener. Warte mal. Was jetzt kommt. Der Kobbel wird gefesselt. 50 Shades of Kobbel, Mann. Entschuldigung. 50 Shader of Kobbel. Nein, 50 Shades. Was ist ein Shade? Ist das irgendwie. Fahrstufe! Das ist ein Shade. Oh. Nee. Ich schau wieder! Nein! Ich hatte noch 27 Level und mein Esel! Dein Ernst jetzt? Warum Esel? Wie oft willst du denn noch sterben? Alter, was ist mit dir los? Was machst du für ein Unsinn? Ich bin wieder zu Hause! Das ist ja wunderschön. Wo ist die Beute? Hast du wieder mal vergessen? Ich glaube, ich kann das hier gar nicht. Mein Esel. Wo war ich? Was habe ich gemacht mit den Koordinaten? Ich weiß es nicht, was du damit gemacht hast. Oh, jetzt ist gerade voll die alberne Musik, als wenn ich was Doofes gemacht habe. Hast du vielleicht auch, ich weiß es ja nicht, was du getan hast. Gott, ich hab so gefailt. Das hast du wirklich. Erst eine Pyramide hochgejagt, dann mich hochgejagt. Warum tust du dies? Entschuldigung. Das ist wohl ein Standardspruch. Ja. Ich werde meinen Esel wiederholen, auch wenn es mein ein weiteres Leben kostet. Das ist scheiße.
Warum tust du dies? Entschuldigung. Glaub, ich nehme Eisen und Holz. Es tut mir so leid. Also Rohstoff habe ich ohne Ende, aber Leben bin ich auch ziemlich, ja. Warum tust du dies? Ich weiß es nicht. Du kannst jetzt gerne mal zu mir kommen, mich schlagen. Ich fände es voll in Ordnung. Schläge muss geben. Warum tust du dies? Ja, hast du ja gesagt, kann ich ja machen. Mach ich. Nein, warum tust du dies? Ich möchte dich dann auch die ganze Zeit damit bombardieren mit der Frage. Warum tust du dies? Scheiße. So, ich bin jetzt wieder voll ausgerüstet und ich werde meinen Esel wiederfinden. Ah, ich muss ein Bett mitnehmen. Dein Esel, kann man den denn jetzt wiederfinden? Ja, der ist irgendwo bei minus 2000. Ach du Scheiße. Ich glaube, das mache ich offline. Soll ich dir helfen? Oh, jetzt habe ich nur zwei Wolle. Mir ist übrigens ein Schaf in meine Hühnergrube gejumpt. Das ist schlecht. Töte es. Darf man? Jo. So, ab ins Bett. Wie lange ist die Folge eigentlich? Ja, jetzt schon 21 Minuten. Ich wollte gerade. Ja, dann lass mal vielleicht noch eine Folge starten, dann kann ich noch mitmachen. Aber wisst ihr, was ich nachher zum Schlafen gehen mache? Ich werde mir eine schöne Wärmflasche mit in mein Bett nehmen. Ja. Warum tust du dieses? Warum tust du dieses? Oh. Weil ich dann besser schlafen kann. Achso, wir müssen jetzt beenden, sonst schaffe ich das nicht mehr. Okay, tschüss. Tschüss. Tschüss.